Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Bus-Simulator hier auf der PlayStation 4. Ich bin's natürlich, der Bio, freue mich, dass ihr einschaltet. Und ja, ihr seht's, eine Mission müssen wir noch machen. Death Stranding ist installiert, wundervoll. So, wir müssen auf der Strecke Zentraler Omnibusbahnhof Port Ember noch einmal fahren. Dann haben wir alle Kurse im Rundfahrtmodus abgeschlossen und dann sollten wir hoffentlich den Altstadtbezug freischalten und das werden wir heute tun in der Folge. Von daher würde ich mal sagen, legen wir mal direkt los und schauen doch mal, welche das Ganze hier ist. ZOB, das sieht so aus, als ob es das ist. Und dann werden wir die jetzt mal fahren, Fahrt beginnen. Und ja, was nehmen wir heute? Ja, meinen Setra, den hatten wir schon lange nicht mehr. Von daher, los geht's. Und, achso, eins muss ich noch machen. Ich werde jetzt, ihr habt das gesagt gehabt, macht diese komischen Dinger da aus. Die stressen wirklich diese Schlaglöcher, weil die halt viel zu knapp kommen. Schlaglochgrenze gibt's hier, können wir hier noch machen. Und, Bodenschweller können wir lassen, soweit lassen wir es alles. Und sagen jetzt, Fahrt beginnen. Eine Haltestelle auf deiner Strecke wird gewartet. Deine Strecke hat sich deswegen geändert. Oh, nee, oder? Achso. So, wo war das hier? So, so, achso. Und den Retarder noch aktivieren hier. Und los geht's. Nee, das war falsch. Zentraler Busbahnhof. So, alles einsteigen bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte, die einzeln Standard und Brücken. So, 7,80 Euro. Danke. Bitteschön. So, das sieht gut aus. Gehen Sie weg, die Tür geht nicht zu. So, scheint blockiert zu sein. Dankeschön. So, alles klar. Na dann können wir. Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Ja, zum Glück. Ist das überhaupt der richtige Weg? Ja, mittlerweile kann ich dir das nicht mehr beantworten. Wir haben ja nur ein paar Buslinien. So, Fischgrund. So, los geht's, Leute. Ah, schön. Gucken, ob wir es jetzt langsam packen. Der erste DLC wurde angekündigt für den Bus-Simulator. Habt ihr ja vielleicht in den News mitbekommen, die ich ja gemacht hatte. Also Mitte Januar geht's los. Der erste DLC kommt. Und diese zwar... Eigenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. Und zwar kommt nämlich jetzt die Innenausstattung DLC. Den gab's auch auf dem PC. Wo wir halt... ja, unseren Bus halt innen drinne verschönern können, wie zum Beispiel die Sitze, die Gestänge so ein bisschen verändern können und so weiter und so fort. Also dieser kommt jetzt, ich denke mal, mehr als 10 Euro kam der damals nicht. Also 5 Euro oder was hat der damals gekostet. Wie gesagt, und der soll jetzt beginnen ab Mitte Januar. Das bedeutet eigentlich, der Entwickler Still Alive ist soweit zufrieden mit seinem Produkt. Das bedeutet, dass wir jetzt alle DLCs jetzt nach und nach jetzt bekommen in den nächsten Zeit. Also wahrscheinlich so 2020 so verteilt. Und dann bin ich mal gespannt, ja, wie das Ganze denn hier so weitergeht mit dem Bus-Simulator. Man hatte ja gesagt gehabt, dass drüber hinaus der PC-Version es weitere DLCs geben wird. Wahrscheinlich wird dann auch die PC-Version wieder mal ein paar neue DLCs bekommen. Da werden dann wahrscheinlich neue Busse hinzugefügt werden oder sowas. Bin ich gespannt drauf, wann es denn jetzt endlich losgeht. Erfahrt ihr hier natürlich selbstverständlich. Wir werden den Bus-Simulator jetzt ja versuchen. Ich hatte es ja gesagt gehabt, also dass ich zumindest alle Bezirke freischalte. Es ist wohl möglich, den Bus-Simulator durchzuspielen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir das jetzt so lange jetzt noch in die Länge ziehen wollen. Aber ich möchte zumindest so einen Stand erreichen, dass, wie gesagt, alle Bezirke freigeschaltet sind. Dass, wenn irgendwann mal das neue Kartenupdate kommt, also der Karten-DLC, dass wir diesen dann auch gleich von Anfang an spielen können. Ohne, dass wir jetzt hier noch irgendwas freischalten müssen oder sonstiges. Ich hab Stefan schon ewig nicht gesehen. Ist der immer noch krank? Nee, er ist schon wieder krank. Er ist schon wieder krank.
Und ja, von daher kann es jetzt also, wie gesagt, langsam aber sicher losgehen. Finde ich, ist gut. Man hat jetzt den Bus-Simulator jetzt lange genug jetzt, ich sag mal, konnte jetzt daran arbeiten. Ich glaube, im September, wie gesagt, war ja der Release davon gewesen. Wir sind jetzt im Dezember. All das bedeutet, so langsam aber sicher kann es denn auch die ersten DLCs geben. 4 Monate sind es jetzt bis Mitte Januar, denn also von daher, ja, ist doch eigentlich eine gute Zeit, um jetzt zu sagen, so pass auf, wir wollen jetzt die DLCs. Wie gesagt, die könnt ihr natürlich dann alle separat kaufen in eurem Store, ob jetzt ein PlayStation oder Xbox, da wird es dann wahrscheinlich dementsprechend denn halt, ja, so die ein oder andere DLC dann erscheinen. Wir werden mal den Entwickler auch anschreiben, ob wir nicht die Möglichkeit haben, die DLCs ein bisschen früher vielleicht zu zeigen. Mal gucken. Und ja, ich kann auch mal sagen, also ich muss mich recht herzlich bedanken. Viele sind wahrscheinlich, sehr, sehr viele sind gar nicht mehr dabei. Wir haben die erste Folge Bus-Simulator hier auf der PlayStation. Ja, über 60.000 Aufrufe. Also Leute, Halleluja, damit hätte ich ja gar nicht gerechnet, muss ich gestehen. 60.000 Aufrufe hat das Ganze. Das Ding hat über 800 Likes bekommen. 50 Dislikes oder sowas waren das Ganze gewesen. Aber im Großen und Ganzen ist das das erfolgreichste Let's Play, was wir aktuell hier auf dem Kanal haben. Also mit so einem Start hätte wahrscheinlich gar keiner gerechnet. Von daher muss ich mal hier sagen, ja, also wirklich großes, großes Dankeschön für all die Unterstützung, die da reingeflossen ist. So. Wir haben leider kein Bild hier gemacht gehabt von dem Bus. Deswegen müssen wir uns mal kurz mal hier hinstellen und warten, dass wir jetzt hier mal ein schönes Bild bekommen. So, das sollte schon reichen. Tickets. Hier ist die Fahrkarte. Na klar, hier, bitte. Na klar. Hier ist die Fahrkarte. Hier, bitte. Was? Na klar. Alle haben so ein Ticket, ich glaub's nicht. So. Boah, ich hab so einen Hunger. Okay, holen wir uns was zu essen. Ja, wir nähern uns ja auch schon wieder mit riesigen Schritten, kann man ja wirklich sagen. Ja, Ende des Jahres zu. Es sind nicht mehr 2 Wochen. Fast 2 Wochen noch. Ich weiß gar nicht, wann. Weihnachten liegt lange nicht gesehen. Auf Mittwoch. Oh. Hi. Ja, stimmt. Letztes Mal war... Ja, genau, damals. Das war als... Ja, echt schön, dich zu sehen. Ja, also wie gesagt, Mittwoch müsste Weihnachten sein, meiner Meinung nach. Und, nee, Dienstag. Also, ihr seht ja, also nicht mal mehr 2 Wochen ist das Jahr 2019 schon wieder beendet. Das ging ratzfatz, muss man mal hier lassen. Ratzfatz. Eigentlich schon schön, ne? War das hier Entwickler gewesen? Was meint er? Hätte ich jetzt gerne mal gesehen. Oh, schön, wenn es ohne Schlaglöcher sind. Also diese Schlaglöcher, wie gesagt, würde ich auch empfehlen, die abzuschalten. Ich habe sie halt die ganze Zeit immer vergessen. Jetzt habe ich mal diesmal dran gedacht. Und, ja.
Akku ist schon wieder leer. Eine Fahrkarte bitte. So, warte mal. Wurde was vergessen? Es ist viel zu heiß draußen. Ach so, ist schon wieder weg, ja? Ah, hier. Danke. Ah, oh, guckt euch das an, das hat funktioniert. Wup, wup. Das erste Mal, dass es funktioniert hat, dass wir hier die Wertsachen zurückgeben konnten. So, Tag, Student, Brücken. Danke. Das hat ja vorher nie funktioniert. Aber guck mal, sie schwebt auch über die Straße. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Ganz bescheuerten Dialog, nur um die Stille zu überbrücken. So, akzeptieren. Die. Das Cockpit, das ist halt so riesig. Ach ja. Aber wir haben viel geschafft in diesem Jahr, tatsächlich hier auf dem YouTube-Kanal, muss ich ja sagen. Wie gesagt, vor einem Jahr, am 24. oder 23. ging der Kanal ja dann, oder war Starttermin gewesen. Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Oh, wirklich. Kommt irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Da ist der einfach rübergelaufen. Fahrt abbrechen. Ja. Das machen wir gerne nochmal. Das, da ist der Fußgänger einfach rübergelaufen. Ich mal ein bisschen drauf aufpassen müssen. Ist jetzt natürlich doof, jetzt müssen wir das Ganze jetzt nochmal machen. Und schon automatisch geht die Folge wieder in die Länge. Danke. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das jetzt zum Beispiel wäre, wenn ich jetzt stehen geblieben wäre. Danke. Da habe ich den Fußgänger leider nicht beachtet. Ja, passiert. Savant, wir fahren anders.
Das ist nämlich das Schöne, ihr könnt ein bisschen fahren, wie ihr wollt, wenn ihr natürlich die Haltestellen so weit auseinandergelegt habt. Na, dann ist ja der Fahrweg egal. Hauptsache, ihr kommt natürlich an euren Zielpunkt an. Wünscht man sich tatsächlich auch ein bisschen in Omsi sowas, ja, dass man dann zum Beispiel ja, doch ein größeres Areal hat, dass man mehrere Routen fahren könnte. Ja, also dass man nicht halt immer spontan nur diese eine. Klar, die ist halt vorgegeben. Aber wenn zum Beispiel Stau ist oder sowas, damit man einfach mal umfahren kann, das Ganze. Wäre in Omsi halt nicht möglich. Hier ist es das. Ne? Also das ist schon eine coole Sache. Kam jetzt auch letztens in die Kommentare. Ja, aber der Bus-Simulator ist nicht realistisch. Also im Vergleich natürlich zur Omsi ist der Bus-Simulator nicht realistisch. Er hat gute Ansätze, aber so das letzte Stück fehlt halt noch. Um zu sagen, dass es eine gute Simulation ist. Also eine perfekte Simulation. Eine gute Simulation ist es, aber nicht die perfekte. So, ich habe auch gar nicht hier den Dings angemacht. Den Retarder. Mit der bestimmt halt auch irgendwas nicht, ne? Leuchten beide. Musste natürlich doch passieren, dass jetzt, ja, dass jemand vor die Karre läuft. Hast du die letzte Folge? Nein, nicht spoilern! Ich brauche mehrere Fahrkarten. Standard 2 Stück. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Dann müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ja, gesehen, ne? Also letzte Woche, die Folge ging über 50 Minuten. Also das war... Die war schon wirklich sehr, sehr lang. Hm.
Wer weiß, was das für Leute da sind. So, Port Emma, da sind wir wieder. Eine Fahrkarte, Standard Brücken und 7,80 €. Bitteschön. So, hier haben wir jetzt kein Event. Schade. Hafenverwaltung. So. Oh, da gab's einen Unfall. Baustelle, Unfall, hier haben wir ja nun, also jetzt nehmen wir hier wirklich alles mit hier. Tschüss. Ach, Leute. Standardbrücken. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte? Tag Standard. Danke. Oh nein, 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 nein. Entschuldigung, können Sie mich rauslassen? Absolut pünktlich, danke sehr. Na, aber sowas von pünktlich. Ich brauche eine Fahrkarte.
So, Tag. Standard drücken. Danke. Eine Fahrkarte. Tag, Student. Hafen, Pier 1. Wow, perfekt geparkt. So. Einzelnen Standards, zwei Stück. Oh, Leute. Danke. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Senior 420. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Am Tag Standard. Oh. Also das nervt hier immer, diese Riesensumme, die du hier bezahlen musst und damit du dann hier immer mehrmals hier ihm auf die Tasten kloppen musst. Also ich kenn's halt, ne, normalerweise so 20 Euro Scheine oder sowas. Also wenn ich mal Bus fahre, dann nimmt er das Geld nie an, denn, ja, das dann auch zu blöd ist, denn. Ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Ich bin hundemüde. Ich glaube, das ist die richtige Linie, weil die kam mir jetzt auch deutlich kürzer vor als sonst. So. Kein Müll mehr hier drin. Nö, doch hier. So, beenden wir die Fahrt hier. Fünf Sterne, immerhin. So, wie sieht's aus? Nein, wir haben es vergessen. Ah, Mist. Wir hätten im Rundfahrmodus fahren müssen. Ja, von daher müssen wir das jetzt nochmal wiederholen. Das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Die ist ja relativ kurz, Gott sei Dank. Also von daher passt das. Ja, wir müssen die eine Linie hier nochmal fahren, sonst kriegen wir hier diesen Abschluss nicht hin. Ja, von daher würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht hier. Und ich verabschiede mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart. Tschüss.